Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eggladon zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Und ihr seht es hier schon, ich habe offscreen ein wenig, ja, Brückengeländer dran gebaut. Die Brücke haben wir ja im letzten Part noch zu Ende gekriegt. Die haben wir bis da drüben fertig gebaut, aber damit wir hier nicht, wie bei den Bauarbeiten, zigmal links und rechts runterfallen, braucht das Ganze jetzt hier noch ein kleines Geländer, damit wir hier ja, Sicherheit haben beim Rüberlaufen. Ich habe jetzt hier schon bis zu dieser Treppe ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und jetzt ist mir das Holz ausgegangen. Da brauche ich neues Holz. Mir hier auf dem aus dem anliegenden Wald heraus und baue heute mal das Geländer ein bisschen weiter. Ganz entspannt. Werden wir heute wahrscheinlich nicht komplett schaffen, aber anfangen können wir das schon mal und weiterbringen. Auf jeden Fall. Vielleicht auch zu großen Stücken zu Ende bringen. Mal schauen, da brauchen wir Sticks und Holz. Also, Sticks werden aus Holz gemacht, aber da brauchen wir Holzblöcke und Sticks, um Zaun zu machen. Dann sammeln wir erstmal ein bisschen. Dann schauen wir, was wir auf der Werkbank da rauskriegen. Ja. Ich wollte schon gerade sagen, thematisch heute nicht so schwerpunktmäßiges, also kein großes Thema, was ich mir bereitgelegt habe. Nicht wie in den letzten Parts. Heute eher ein bisschen aufs Geländer fokussiert, heute mal ein bisschen darauf konzentriert. Weniger auf irgendwelche harten Thematiken. Ja. Aber, ja, ich wollte sagen, jetzt habe ich es doch gesagt. So sieht's aus. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich eh irgendwas dauern werde. Das passiert bei Minecraft einfach, wenn man baut, dass da einfach ein Thema passiert. Aber jetzt kein vorher geplantes, großes. Ja. Kein Themenvideo, kein zu einem bestimmten Thema. Werde vielleicht ein bisschen dazu erzählen, was mir aktuell geschehen ist. Schwank aus meinem Alltag. Schwank aus der Jugend. Naja, so schlimm ist es noch nicht. Alltägliche Geschichten. Jetzt habe ich eine Menge Holz, da muss ich mal ein bisschen gucken, dass da was draus mache. Ich glaube, aus Holz können wir noch Sticks machen, aber andersrum nicht. Ah, okay, so. Da jetzt Zaun draus, Eichenzaun. Jetzt, ach oh, ein Dreierschritt. 9, 12, 15, 16, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 und haben wir dann gleich ein Stack voll. Das sieht doch schon mal gut aus.
Jo, das muss erstmal reichen. 14 und 64. Reicht, um ein bisschen weiterzukommen. Dann können wir wieder Holz sammeln. Ein paar Bäume abholzen und dann ein bisschen mehr Holz haben, um weiterzukommen. Jo. So schaut's aus. Und hier haben wir schon eine Vorlage geliefert. So. Und dann geht's hier gerade aus weiter. Links und rechts. Von der Brücke. Ja. Kann auch mal daneben gehen. Dass man da ein bisschen was zurückholzen muss. Sich wieder abbauen muss. Jo, so sieht's aus. Und dann geradeaus bis dahinter. Ganz hinten gibt es dann nochmal ein paar Treppen. Aber bis dahin kommen wir heute wahrscheinlich erstmal nicht. Erstmal ganz langsam mit den jungen Hennen. Ist wahrscheinlich wieder ein Sprichwort, was ich entfremdet habe. Und das Geländer immer weiter fort. Das könnte man auch gut offscreen machen, aber ja, ich will es jetzt auch, ich habe es ein bisschen offscreen gemacht und will es euch auch ein bisschen zeigen. Da verschwindet der Turm. Ja. Gut, dass er verschwindet. Das haben Türme eigentlich eher nicht so an sich. Die bleiben normalerweise in real life, bleiben die doch ein bisschen länger in Sichtweite. Oh, da wird es schon wieder Nacht. Da sollte ich vielleicht mal Richtung Bettchen gehen. Wir haben hier irgendwo auf dem Steg hier auf der Brücke auch ein Geländer kriegen wir jetzt, aber wir haben hier auch irgendwo ein Bettchen stehen. Ich wüsste jetzt nicht wo, ist glaube ich ziemlich weit hinten. Ich glaube, ich mache mich dann gleich mal zurück ins Dorf. So. Ach, 26 haben wir noch. Kriegen wir noch zu Ende. So. Machen wir jetzt keine halbe Arbeit am Tag. Machen wir noch eine kleine Nachtschicht mit rein, aber beenden das, was wir angefangen haben. Ich bin ein wenig nachtblind. Ich hoffe nicht, dass es zu dunkel wird, dass ich dann runterfalle, weil ich nichts mehr sehe. In Minecraft geht's. Tatsächlich komme ich damit zurecht. Einigermaßen in Minecraft. Ist gar nicht so schlimm. Die Kamera, für die Kamera ist tatsächlich schlimmer. Die sieht das tatsächlich, also da wird's. Das Kamerabild ist tatsächlich dunkler, als es in Minecraft wirklich ist. Das heißt, wenn ihr auf der Kamera nichts mehr sehen könnt, kann ich noch ein klein bisschen was erkennen. Deshalb gleiche ich auch immer ein bisschen ab. Weil wenn die Kamera nichts mehr sieht, dann brauche ich auch nicht mehr weiter arbeiten. Da ist das für ein Let's Play ein bisschen schlimm. Aber noch dürftet ihr was sehen. Noch dürft die Kamera das auch drauf kriegen. So, da geht das Holz alle. Da müssen wir neues sammeln. Aber erst mal ab ins Bettchen. Mal rüber ins Dorf rennen. Hoffen, dass uns die Endermänner unterwegs nicht angreifen. Und andere Monster, Spinnen und so weiter. Da ist das Loch, da ist das der Eingang, wo wir mal. Das ist die erste Höhle, in die wir uns reingegraben haben. Wo ich damals hier den Rocky-Part gemacht habe, um zu warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Ihr wisst, was ich meine, diese Treppen gelaufen. Dum, 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 dum. Ja, gut gesummt, Zwergi. Nicht. Oh, Zombie, 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 Zombie. Schnell weg hier. Ich will mein eigenes Haus hier. Müssen wir nicht immer im Gasthaus übernachten. Ah, ah. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Da geht's nicht hoch, da geht's nicht hoch, da geht's nicht hoch. Zombie.
Skelett. Autsch. Ja, in der Nacht ist es ein bisschen gefährlich, draußen zu sein. Na, 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 komm hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Oh, und keine Monster in der Nähe. Jau, scheiße. Komm, lass mich schlafen, komm, lass mich schlafen. Monster, entferne dich. Irgendwo ein Creeper oder so. Ah, direkt vor der Tür. Steht das blöde Skelett. Ah, schlafen. Sehr gut. Nächster Morgen. Jo. Die Skelette lungern immer noch darum. Ich höre dich doch, Skelett. Ich habe nicht mehr alle Herzen beisammen. Gehen wir durch den Keller durch. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber hier können wir zumindest ein bisschen Herzen ansammeln. Gebratenes Steak. Das bringt auf jeden Fall Heilung. Zack. Ja, sehr nice. So muss das, so funktioniert. Die Eisentür. Damit nichts von draußen reinkommt. So, wo ist das Skelett? Oha, oha. Da ist der Zombie, der eigentlich gar nicht nehmen dürfte. Am Tageslicht. Und der steht gerade unter einem Baum. Deshalb verbrennt er nicht. Ja, meine Kamera hat gerade die Aufnahmen beendet. Fand sie gerade lustig. Nach einer knappen Viertelstunde die Aufnahme zu beenden. Ich hoffe, es ist weitestgehend alles drauf. Kann ich erst jetzt danach wirklich kontrollieren. Ja. So viel dazu. 3 Holz haben wir schon. Holzen wir mal ein bisschen weiter ab. Wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn die Aufnahme jetzt nicht drauf wäre. Hätte ich umsonst mit mir selbst geredet. Hätte ich, ja. Jetzt für nix und gar nichts. Ja, ist ja sowieso für nix und gar nichts, aber ja. Hätte ich noch weniger für nix und gar nichts mit der Kamera geredet. Hätte ich auch still sein können. Naja, hoffen wir, dass alles geklappt hat, dass die Aufnahme gelaufen hat und dass weitestgehend alles drauf ist. Wenn ihr das jetzt hört, dann... Wenn ihr das, liebe Zuschauer, das jetzt hört, das mitkriegt, dann wird es wahrscheinlich geklappt haben. Dann wird es irgendwie ein halbwegs vernünftiger Part geworden sein. Also braucht ihr euch keine Sorgen mehr darum zu machen. Ich werde das wahrscheinlich nicht veröffentlichen, wenn es nur bruchstückeweise aufgenommen hat. Also... Wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr mich jetzt reden hört, hat es weitestgehend gut geklappt. Ja, ein bisschen Holz sammeln. Eine Geschichte, die ich tatsächlich erzählen kann. Jetzt alltäglich, Alltagsgeschichte aus meinem Alltag jetzt. Ist ganz lustig. Ich habe vorhin mal wieder, also ich nehme jetzt hier gerade auf, 23.30 Uhr ist es gerade, Punkt 23.30 Uhr geworden. Und ich habe so die Gewohnheit, abends immer, das irritiert mich gerade, da schleicht gerade jemand vor meinem Zimmer rum. Da klappert gerade jemand ein bisschen. Es ist halt, ja. Ich bin bei meinen Eltern in der Bude zu Besuch. Hab jetzt Urlaub. Da bin ich bei meinen Eltern zu Gast. Da wohnen noch meine 2 Schwestern, mein Vater und meine Mutter mit in der Butze im Haus. Ist nicht mein kleines Single-Apartment, wo ich recht alleine bin.
Aber auch da gibt es Nachbarn, die Probleme machen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich wollte erzählen. Was wollte ich erzählen? Es ist jetzt 23, 32 mittlerweile schon. Und ich habe die Angewohnheit, immer abends noch so, meistens nehme ich dann gegen 23, 30, ja so, manchmal auch schon ein bisschen früher wie heute, 23, 15 oder so, eine Runde auf. Mache dann eine kleine Aufnahme, wenn ich Bock drauf habe. Jetzt habe ich gerade eine Sommerpause. Ich nehme das jetzt hier während der Sommerpause auf. Ich habe tatsächlich ein bisschen Bock gehabt, mal eine Runde Minecraft aufzunehmen. Hab mir das mal gegönnt, ausnahmsweise. Veröffentlicht wird es erst heute, also erst nach der Sommerpause. Aber aufnehmen kann ich es ja schon mal. Und ja, so läuft das auch an gewöhnlichen Tagen. Bis abends noch gern mal ein bisschen YouTube gucke. Ein bisschen Videos. Meine Abo-Box leere. Da mal ein bisschen schaue, was es so gibt. Meistens habe ich dann auch schon mal, gerade am Wochenende, wenn ich viel YouTube geguckt habe, die Abo-Box schon leer. Und dann gucke ich so ein bisschen in meiner Startmenü-Sache, in dieser Startbox rum. Ob da was noch so gibt, was mir so vorgeschlagen wird. Da bin ich heute tatsächlich auf ein Gamescom-Video gestoßen vom Gronkh. Da ist ja ein Gronkh und die Best of Gronkh war wohl ein Best of Video, Best of Material von Gronkh, wie der seine Fans an einem am Stand überrascht und naja, überrascht nicht, aber Autogrammstunde und so weiter. Und dann ist das ein nach dem anderen gekommen und ich habe mehrere Gronkh-Videos nacheinander geguckt. Also, ich glaube, passiert ist das deswegen, weil ich nach Gronkh gesucht habe. Ich habe halt irgendwie geguckt, ob ich ein schönes Gronkh-Video zum Gucken finde. Dann bin ich auf Best of Gronkh Gamescom gekommen und fand das ganz spannend, habe das angeklickt. Und dann wurde ich weitergeleitet und weitergeleitet und weitergeleitet. Und irgendwann bin ich dann nach jede Menge Videos, wo ich weitergeleitet wurde, auf ein Video von 2013 gestoßen worden. Auch von der Gamescom. Von so einem Treffen, wo die irgendwie in einer großen Halle noch Let's Play Together. Das waren noch Let's Play Together Zeiten. 2013 von der Gamescom. Wo die, also die Super-Homies, ja, die guten alten Super-Homie-Zeiten, wo die beiden Sarazar und Gronkh eine gemeinsame Sache auf der Bühne gemacht haben, mit Sarge und Trumpel. Und ja, haben sie dieses Fusionsdingens gemacht, dieses Fusion. Kennt das einer von euch noch, die Zeiten von Gronkh? Gronkh und Sarazar, Fusion. Ich kann es jetzt schlecht zeigen, also ich, das, alleine geht das sowieso relativ schlecht. Aber wer Gronkh kennt, wer die Gronkh-Zeiten kennt, der weiß, was ich meine. Das war ein Video von 2013. Das hat mich dann an einiges wieder erinnert. Gute alte Zeit 2013. Da habe ich noch keine YouTube-Videos gemacht. Da habe ich noch andere Sachen getan. Das war noch vor meiner YouTube-Zeit. Mit YouTube habe ich erst 2016, Februar 2016 begonnen. Ja. Was ich jetzt hier eigentlich im Video thematisieren wollte, was sie auch in diesem Video dann auf der Bühne gemacht haben, hat mich dann sofort ein bisschen irritiert. Den Harlem Shake, den sogenannten Harlem Shake haben die auf der Bühne performt. Das fand ich mal wieder cool. 2013, das war 2013 richtig hipper Trend, der Harlem Shake. Falls sich einige Leute noch daran erinnern können, das ist so ein
falls die Leute nicht mehr dran erinnern können, jetzt mal erklärt. Das war so ein relativ grotesk klingender Song, wozu man einfach, wie man wollte, abgedanzt hat. Das begann einfach damit, dass einer auf der Bühne einzeln einen Tanz vorgemacht hat. Also einer hat begonnen und hat einen alleine auf der Bühne abgezappelt und nach einem bestimmten Sound in der Musik, nach einem bestimmten, ich glaube, einem Rülpser oder so ähnlich war das, in der Musik ging es dann, kam dann Break in der Musik und dann haben alle mitgetanzt. Das ist relativ schlecht erklärt, aber ja, ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. Ihr kennt es vielleicht noch selbst aus 2013, den Harlem Shake. Das hat natürlich jeder getanzt, das habe ich damals, das war noch zu meiner Schulzeit. Das klingt gerade so, als wäre es wieder ewig, ja. Damals, 1958, zu meiner Schulzeit. Bin tatsächlich gar nicht so lange aus der Schule raus. Soll auch gar nicht so klingen. Aber ja, man redet doch in Vergangenheitsform davon. Ich bin schon raus aus der Schule, deshalb muss ich sagen, damals, zu meiner Schulzeit, ist es schon jenseits des heute, verstehst. Also, damals in meiner Schulzeit haben wir das auch ordentlich abgedanzt, natürlich. Also das war also was im Trend war, also gerade in der Schule, die Trendsongs und die Trendlieder, Harlem Shake, musste gemacht werden. Das ist also, ja. Oh, Mini-Zombie, ach du Schande, ich gehe hier noch drauf. Mein Holz. Ach ja, habe ich eh nichts mehr. Habe ich eh keine Geländer mehr. Mini-Zombie. Böser Mini-Zombie, böses kleines Vieh. Krieg ich dich tot? Nein, du kriegst mich tot. Ah, verdammt. Was ein Drecksvieh. Diese Mini-Zombies, die gibt es, glaube ich, relativ selten sogar. In Minecraft. Jedenfalls musste auch das in der Schule durchgenommen werden. Oh, das Beet ist wieder reif. Ist sowieso ständig reif, außer den Melonen. Da weiß ich auch nicht, was damit anfangen soll. Mini-Zombie ist noch da. Ah, die kriege ich auch irgendwann tot. Der ist so klein und so schnell. Stirb! Stirb, Ungeheuer. Irgendwann kriege ich dich auch tot. Dreckiger. Ja. Ich habe natürlich kein Schwert mit dabei. Ist auch besser so. Sonst geht's nur verloren. Oh, da hat's gerade ein bisschen geruckelt. Was dann? Das war 2013. Was dann auch im nächsten Jahr 2014 im Trend war, war das Lied Happy von Pharrell Williams, wenn ich den Namen richtig habe. Wo ist der Mini-Drecksack? Mini-Drecksack. Das kleine nervige Kitty. Naja, sei wie es sei. Ich brauche wieder Holz. Das Lied, zudem wurde auch, ja, abgedanzt, sofern man dazu abdancen kann. Das wurde auch gesungen. Because I'm happy. Ach Leute, das waren Sachen, an die man sich irgendwie ewig dran erinnern kann. Mein Abschlussfest war tatsächlich, also das war tatsächlich relativ spät. Ich weiß nicht mehr das Datum, aber das könnt ihr mir wahrscheinlich gleich sagen. Weil das war genau in dem Jahr, wo Bibis Beauty Palace hier Wappbapp rauskam. Das ist auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das muss 2016 gewesen sein. Ja, das kommt ungefähr 2016 oder 2017. Das
gar nicht mal so lange her. Wann hatte ich mein Abschlussjahr? Jetzt bin ich im ersten Ausbildungsjahr. Davor habe ich eine FSJ gemacht. Und davor war mein letztes Schuljahr. Also 2018 war FSJ. Also 2017, 2018 war FSJ. 2019 erstes Ausbildungsjahr. Dann war 2016, 2017 mein letztes Schuljahr, wenn ich richtig gerechnet habe. Das heißt 2017 auch mein Abschlussfest, mein Abschlusszeugnis, Übergabedingens. Das war so eine übliche, macht ja jeder irgendwie, eine Abschlussparty gemacht in der Schule, wo sich alle verkleidet haben und hingekommen sind. Motto-Partys und so weiter gehört alles mit dazu. Da lief das auch, da haben wir nicht happy, sondern das Wappabadalida da. Das ist bei so einer abgefahrenen Abschlussparty muss das natürlich laufen. Das war unser Rausschmeißerlied, das war ganz zum Schluss das Wappabab-Rausschmeißerlied. Ja, aber man konnte auch bei der Abschlussparty zu Wappab. How it is heißt das, glaube ich, ritten richtig. Abdancen. Zu der Mucke abgehen. Tja, 2014, 2013. Harlem Shake. Davor war noch irgendwann der Gangnam Style, der kam dann, aber das, ich glaube, das ist 2012 oder 2011. 2012, glaube ich, eher. Das war ja Gangnam Style, das ist. Das ist auch wieder ewig, ja. 2014, das ist 2014 ist jetzt 5 Jahre her. Wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. 2013, 2012, 6, 7 Jahre her, das ist. Leute, 2010 ist jetzt schon 9 Jahre her. Die Zeit rennt. Wir sind schon im Jahr 2019, wir sind schon fast im Jahr 2000, naja, fast noch nicht, aber ist jetzt schon Sommer 2019, das ist nur noch ein paar Monate und wir haben 2020. Freunde der Nacht und der Unterhaltung. Das gibt's nicht. Das ist. Sprachlos. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich mir das im Kopf durchgehen lasse. Ich mich dran. Also, was ist. Dass meine Schulzeit jetzt auch schon einige Jahre her ist. Einige ist ein bisschen übertrieben, aber dass das jetzt schon gleich, dass bald 2 Jahre aus der Schule raus bin. Ja, man sollte nicht so viel an der Vergangenheit festhalten, man sollte nicht so sehr sich an alte Zeiten zurücksehnen. Man sollte da nicht so viel festhalten, so viel zurückschauen, lieber nach vorne schauen und im Jetzt leben. Ich mach's leider viel zu viel, also merkt ihr in den Videos wahrscheinlich auch, wenn ich so meine Themen thematisiere, meine Themen bespreche, Themen thematisiere. Ja. 2016, das ist so, wo ich mit YouTube angefangen habe. Das ist jetzt auch schon. Das ist jetzt wie lange her? 2016, 2017, 2018, 2019. Das ist Februar 2020. Mache ich meinen 4 Jahre YouTube. Ach, das ist ja.
kommt mir noch gar nicht so lange vor. Es ist. Sind schon 4 Jahre. Schon 4 Jahre, das ist 2021, sind es dann 5, das ist ein halbes Jahrzehnt. 5 Freunde. Das denkt man sich gar nicht. Das ist also, gerade auf YouTube vergeht die Zeit so ein bisschen schneller. Das ist so ein bisschen, ja. Für mich als YouTuber vergeht die Zeit generell irgendwie ein bisschen anders, als das verläuft also nicht unbedingt immer schneller, aber verläuft die Zeit irgendwie ein bisschen anders als für die Zuschauer. Ist auch so, man hat halt irgendwie ein anderes Gefühl dafür. Das ist irgendwie ist ein anderes Ding, was man, also muss man erstmal erlebt haben. Das ist wirklich eine andere Sache, auf das nächste Video von seinem Lieblings-YouTuber zu warten, als sie selbst zu produzieren. Das ist ein komplett anderes, ist auch vom Zeitgefühl irgendwie ein komplett anderes Ding. Also das ist, da man da auch mehr drin steckt. Das kann man nicht beschreiben. Das ist wie die Matrix, man kann die Matrix nicht beschreiben, man muss selbst drin gewesen sein. Ja, meine kleine YouTuber-Matrix, das ist, kann man fast so nennen, das ist seltsam. Ja, jetzt habe ich wieder mal ein bisschen gefaselt, wir haben ein klitzebisschen weiter gearbeitet an der Brücke, das Geländer weiter gekriegt, viel ist hier nicht passiert. Vom Gefühl her würde ich sagen, könnte die Partlänge schon hinhauen. Haben wir hier bald ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das ist bei Minecraft nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest. Dass, wenn ich zumindest ein bisschen was Spannendes zu reden habe, das dann auch nicht so dramatisch ist, wenn ich ein bisschen überziehe. Vom Gefühl her könnten wir jetzt schon am Überziehen sein. Also das meint, mein Gefühl meint, wir sind schon gut dabei. Ja, ich beende auch gleich den Part, mache ich einfach mal. Hoffe, das hat alles geklappt mit der Aufnahme. Meine Kamera hat es mir gegönnt, dass meine gute Aufnahme habe. So. 36 und 64, das reicht wieder ein bisschen. Ja. 3 Uhr 28 Nacht. Da habe ich einiges geplant, da kommt was auf euch zu, aber dazu mehr in den Dwarf News, die ihr vielleicht schon gesehen habt, aber ja, keine Ahnung, ich wollte mit dem Video Schluss machen. Ich wollte beenden, ich habe schon die Abmoderation gemacht. Haut rein, macht's gut. Bis dann und ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.